Ich grüße euch, edle Damen und Herren, und heiße euch herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance. Wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit der Erstürmung Talenbergs. Irgendwo dort hinten im dunklen Regen liegt die Burg. Man kann sie so ein bisschen erahnen. Ja, ein bisschen. Wie dem auch sei, wir sollen mit Herrn Robert reden und außerdem im Questlog, ich habe ja letztes Mal gesucht, es gibt eine wunderbare Quest-Vorräte und da sieht man halt ganz genau, wo man sich die Ressourcen beschaffen kann. Das heißt zum Beispiel, Stein können wir hier direkt in Talmberg besorgen. Ne? Getreide können wir aus Uschitze besorgen, das machen wir beim nächsten Mal, würde ich vorschlagen. Vieh und so weiter und so fort. Kohle können wir uns auch besorgen, das heißt, dann können wir schon mal einen Schmied bauen und da müssen wir uns halt nur überlegen, wo wir am Anfang investieren wollen. Das weiß ich halt noch nicht. Vielleicht in den Fleischer, habe ich mir gedacht. Da müssen wir mal gucken, da werden wir so ein bisschen was abreiten müssen, zum Beispiel nach Ledeczko einmal, da gibt es halt Vieh oder in Sassau gibt es Vieh, in Rathei, das ist natürlich alles ganz schön weit weg. Also wahrscheinlich Ledeczko. In Sassau könnten wir natürlich gleich einen Schmied besorgen irgendwie. Muss man mal schauen, wie das geht, wann wir halt einen Schmied bauen. Ja. Gut, also so viel dazu. Wir beschäftigen uns heute mit dem Ehrenwort. Es geht um die Erstürmung der Festung. Da ist sie. Wie kann ich denn. Info. Okay, da. Das war der richtige Knopf, Entschuldigung. So, ich soll zu Herrn Robert zurückkehren, wenn wir Talmberg nicht mehr, wenn Talmberg nicht mehr unter Beschuss steht. Man hört den Triburg aber ab und zu noch feuern. Das kann Tage dauern, mehrere Tage sind vergangen. Hauptmann Robert wird sicher wissen, wie es weitergeht. Ja, dann fragen wir den guten Mann nochmal. Da drüben steht er, Herr Divisch steht da auch vorm Zelt. Beschuss noch nicht beendet. Triburg feuert noch. Since Sir Divish's colors still aren't flying over Talmberg, I suppose we'll be attacking. Just so. That Istran's a stubborn bastard. All right. When do we start? There's no reason to wait. Are you really ready? If you need to rest or anything, we can still wait. You won't have another chance until we've won the day. Or until your final rest. So, ich hoffe, das schaltet jetzt automatisch auf Tag um. I'm ready. Glad to hear it. We're going to attack on two fronts, the north gate and the west wall, which will scale with ladders. The attack will be split into different stages, taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. Okay, gut. How are we going to attack the gate? We'll try to do as much damage as we can with the trebuchet first. Kieser claims he can even hit it directly. Ja, hat oder hat nicht? Even if that's true. We'll have to charge through a downpour of enemy arrows all the way to the portcullis. Portcullis? Fortunately, it's wooden, so we'll be able to break it down. But dealing with the defense in the bailey won't be easy. And what's the plan for attacking the west wall? First, we have to get men to the wall with ladders. Which is no easy matter under fire, so we'll need as many men covering them as possible. As soon as the ladders are in place, our foot soldiers will run up and try to scale the wall. Once a few of them get to the battlements, we should quickly gain the upper hand. How will we take the battlements? Either by scaling the west wall, or our men at the gate will help. If they can break through, that is. Na, okay, dann schauen wir mal. And the inner bailey? That will be tough. Even if we get through the gate and into the outer bailey, we're still a long way from victory. The castle is designed so we'll be like hens in a coop to anyone with a bow on the inner battlements. We'll have to either fight our way through or somehow get around them. Okay, kriegen wir hin, bestimmt. What about the living quarters? There, I'm worried most about the hostages. Once we're inside, Istvan will know defeat is inevitable, but we'll still have to fight for each and every room. Henry, I'm glad you came. I think I've heard everything I need to know. Do you want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Scarlet's men will follow you. It could make a big difference.
I'll help with the attack on the walls. I'm proud of you, Henry. You've changed from an insolent pup into a tough, reliable fighter. Ich hatte da gar nicht die Wahl. And as God is my witness, we will kick those whore sons' arses. A village lad and an old soldier. This man must be shaking in his boots. If he's not shaking, then he doesn't know what he's got coming. Just one last thing, though. No matter how good the plan is, something always gets fucked up. Yeah. Keep your eyes open and take advantage of every chance. Help your comrades and don't go rushing in where you're outnumbered. We have to take the castle gradually, one position after another. Ja gut, dass er jetzt noch nicht gecheckt hat. Good luck to you, Stripling. Er ist in dem Spiel auch falsch oder ein ausnahmslos guter Kämpfer. Mal sehen, ob wir das Tor jetzt endlich mal treffen können. Nope. Aber er hat die Winde für die Zugbrücke getroffen. Alter Scheiß. Greife an. Ja. Gute Idee. Ich brauche erstmal einen Helm. Dann brauchen wir ein Schwert und die Fackel muss ich wahrscheinlich auch noch zur Seite legen. Ja, stürme die Mauer. Machbar. Hoffe ich. So, Fackel weg. Dafür hätte ich gerne einen Helm. So, los geht's. So, sind das hier vor uns unsere Skalitzer Jungs? Kommt hinter uns noch jemand? Keine Ahnung, hier liegen schon Tote. Oh, die werden hier direkt vor uns erschossen. Weil Bogenschützen. So, dann reichen wir ein Schwert aus dem Weg. So, wir sind schon latent im Kampf. Ja, da sieht man schon einen Bogenschützen hantieren rechts. Oha. Hallo Freunde. So, ich werde hier versuchen, gleich nach rechts auszubrechen. Ja. Ja, genau so nämlich. Ja! Er ist erledigt. So, hier ist ein bisschen eng zum Schlagen, habe ich so das Gefühl. Deswegen steche ich hier wild. Okay. Ich wollte gerade sagen, das gehört alles zu uns. Ganz so ist es aber noch nicht. So, hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Da können wir auch mal zuhauen. Hier sind wir jetzt schon direkt im Innenhof, so nicht. Ach, verpiss dich. Oh Gott. Oh Gott. Es ist unübersichtlich. Deluxe. So, ist hinter mir noch einer? Ja. Hab ich mir gedacht. So, das Tor ist offen. Den haben wir erledigt. Dann können wir wieder nach vorne gehen. Sehr eng hier alles. Ach komm, verpiss dich. Apropos verpiss dich, ich muss mich hier mal gerade verpissen ein bisschen. Ja, der treibt mich hier immer weiter in die gegnerische Formation rein. Was heißt Formation? In den gegnerischen Haufen. So, nichts.
wechsle mich hier mal kurz raus. Und da haben wir hier nämlich auch ein bisschen Platz, um zuzustechen und zu hauen. Aber man wird hier wirklich super leicht reingezogen einfach. Und das ist natürlich nicht so günstig. Er schon wieder hier. Ja, wohlgerüstet. So, inzwischen haben wir hier ein bisschen Platz. Ah, verpiss dich. Jetzt haben wir den hier ganz für uns alleine, wie es aussieht. Viel zu eng hier. Ah, da haben wir ihn erledigt, sehr schön. Ich will den hier direkt vor meiner Nase vielleicht. So, so eine Schlacht ist echt keine Zeit für Finesse. Was? Du schießt mit dem Bogen? Junge, mach das nicht. Das könnte übel für dich enden. So, wir sind hier ganz schön leicht reingekommen. Viel leichter, als ich dachte. So, den decken wir hier einfach mit Stichen ein. Ungefähr so. So, und dann muss ich mich hier kurz zurückziehen. Wir haben nämlich schon den nächsten... Was? Wieso kriegst du keine Waffe? Okay, den haben wir erledigt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall steht hinter uns einer. Alter, Leute! Was denn? Ah, Hilfe! Ich weiß halt echt nicht, warum der Typ keine Waffe hat und was er von uns möchte. Ist er erledigt? Ja, ich denke schon. Irgendwie sind es zu viele Gegner und zu wenig eigene Leute. Hier habe ich das Gefühl, ich stehe mit dem Rücken zum Gegner. Das ist nicht gut. Ich sehe nichts. Clipping. Hallo. Zu eng. Ah, ich bin in die falsche Richtung ausgewichen. Clever. Er will gar nichts mit uns zu tun haben weiter, ne? Erledigt. Ah, den konnte ich nicht probieren. Warum nicht? So, schubsen und dann stechen ist super effektiv, finde ich. So, wie viele haben wir denn hier noch? Ist das richtig? Nur zwei von unseren Leuten haben überlebt? Oh mein Gott. Das ist ja nicht so viel. So, dann werden wir mal oben reingehen. Und sie durchkämpfen irgendwie. Halb tot, wie wir sind. So, hier ist das Gemach von der Herrin Stephanie. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich hin sollen. Hier müsste das Gemach von Herrn Bibisch sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber wenn wir schon mal hier sind. Ne, das ist die falsche Truhe, denke ich. Diese Truhe hier.
Kann ich gerade nicht. Nee, kann ich gerade nicht. Okay. So, wo muss ich hin? Ich meine, das Tor ist geöffnet. Die Jungs stehen hier rum. Wir haben den Innenhof erobert. Ich sehe hier nicht, wo der Rest ist. In den nordöstlichen Turm. Nordöstlicher Turm. Dort hoch. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Ah, ich weiß. Neue Stufe erreicht. Das freut mich. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich kann die Tür nicht öffnen, aber das ist doch gar ein nordöstlicher Turm. Muss ich da von der anderen Seite ran? Kann ich da von der anderen Seite ran, ist die Frage. So, dann kämpfen wir uns halt hier durch, wenn wir hier überhaupt durchkämpfen müssen. Ist das hier der nordöstliche Turm? Leute, ich bin gerade voll verwirrt. An welchem Turm stehe ich hier? Das hier ist der nordwestliche Turm. Da bin ich mir ganz sicher. Und hier komme ich aber nicht ran von der Seite aus. Hä? So, hier ist das kaputte Torhaus. Da kann ich mal schnell schlafen und speichern. Aber hier bin ich doch nicht richtig. Hier bin ich definitiv nicht richtig. Hier gibt es zwar eine Kiste und alles, aber ansonsten... Ja, die Tür da drüben, die müsste eigentlich aufgehen. Tut sie jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Versucht das nochmal. Tür, öffne dich. Ich kann diese Tür tatsächlich hier nicht öffnen. Was natürlich ein bisschen nervtötend ist, weil eigentlich muss das gehen. Kann ich die Tür erstechen? Ich schätze mal, damit mache ich mir nur mein Schwert kaputt, ne? Tja, edle Damen und Herren, dann würde ich sagen, für heute war es das erstmal. Wir gucken nochmal hier zum Fleischer rein. Der Beruf des Fleischers kam erst mit dem 13. Jahrhundert auf. Davor hielt sich jeder seine eigenen Nutztiere und schlachtete am eigenen Hof. Dies führte in späteren Jahrhunderten zu Konflikten mit berufsmäßigen Fleischern und sorgte dafür, dass der Handel mit Fleisch unter das Statut der Zunftrechte fiel. Hauptaufgabe des Fleischers war das Schlachten des Viehs und das anschließende Zerlegen, Portionieren und Konservieren des Fleisches außerhalb der Städte. Rohes Fleisch war innerhalb der Stadtgrenzen verboten und der Verkauf von zu Hause aus wurde hart bestraft. Dies geschah, um der Verbreitung von Krankheiten durch altes oder schlecht verarbeitetes Fleisch vorzubeugen. Mit der Zeit teilte sich die Zunft der Fleischer in verschiedene spezialisierte Berufe auf. Manche Fleischer arbeiteten fortan nur mit Schmalz und Talg, andere waren Experten für kleine Stücke, Räucherfleisch oder Hörner, Hufe und Körperschleim. Körperschleim. Aus dem Handwerk des Fleischers gingen auch die Gerber, Sattler und Schuster hervor. Ja, wie gesagt, für heute war es das, edle Damen und Herren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ich diese Turmtür hier irgendwie aufbekomme, um Herrn Istvan zu erledigen. Macht's gut und bis dann. Habt euch wohl.